Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, ist jetzt schon wieder ein bisschen näher, gegen Nachtigall und Rowan gekämpft oder gegen, nee, Jude war davor, dann haben wir gegen Nachtigall und Rowan gekämpft, ich glaube ja, gut. Und ja, wir sind wieder in der gleichen Xillia Zeit, gleicher Xillia Ort und wir gehen jetzt hier rein mit folgenden Charakteren, und zwar Mila und Gaius und Elise. Ich habe mir auch kräftig Notizen gemacht, wo war der Katzenfackel, genau. Wo wir schon überall drin waren und da rechts müsste Elises Tür sein. Also müssen wir da oder da hingehen. Oh, Laterne. Wo ist die Kerze? Da ist die Fackel. Müssen wir, da hinten ist die Kerze. Okay, die holen wir uns noch ganz schnell, sind so auf dem Weg. Und ja. Wir sind kurz davor, glaube ich, mit allen Charakteren hier mal alle Dinge abzusuchen. Wir haben ja schon einmal Gaius Tür betreten, mussten dann gegen Wingal, glaube ich, kämpfen. Und meine, es war hier. Da oben müsste, also da oben rechts war ja Jude, also müsste da oben links Mila sein, nehme ich jetzt einfach mal an. Also gehen wir ja durch das rote Dingen und oh, 6 alte Glocken, genau. Müssen wir auch noch eintauschen übrigens. Und ich werde hier wahrscheinlich schneiden. Also sehen wir uns dann, wenn ich hier fertig bin. Ciao. Und da war der letzte, okay. Dann mal weiter. Hat gar nicht so lange gedauert, so 4-5 Minuten. Ja, geht immer schneller, da wir immer stärker werden. Boah. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Naja, Wingal haben wir ja schon mal besiegt. Also hätte ich eigentlich ja so am Ende Wingal und dann noch mal die Mitte nehmen müssen. Aber ja, machen wir jetzt alles noch mal so. Und ich nehme hier das 80% Erfahrungsdingen. Aber wir brauchen keine Buffs gegen diesen Boss. Hat er jetzt nicht die Frisur? Jetzt hat er die Frisur. Ja, sind noch alle Level 105. Also kein Ding. Hier, komm mal. Komm mal, Gaius. Gaius kann ich wenigstens noch steuern. Komm mal her. Nicht getroffen, verdammt. Ich habe fast niemanden außer Ludgar gesteuert. Das ist voll kacke, ey. Ich ein bisschen in Xillia variiert, glaube ich, im ersten Teil. Ich bin ja gerade wieder im ersten Teil hier am Zocken auf Screen. Um die Platin-Trophäe zu holen. Mir fehlt nur noch eine Trophäe, und zwar die mit den Nebenereignissen. Also irgendwie 90 Nebenereignisse. Und ja, da merke ich erst, was für einen riesigen Luxus dieses Spiel hat. In allen möglichen Bereichen. Keine Ahnung. Ein schon hat Kampfsystem und so. Allein, dass man schon rennen kann und so was alles. Den ganzen Luxus hast du gar nicht hier in den ersten Teil. Finde ich voll blöd irgendwie. So, R2, genau. Die Mystic Arts kriege ich im ersten Teil auch nicht mehr hin, weil ich immer vergesse, man muss Dingens einsetzen. Der Arcan Art. Boah, wir setzen die Attacke von Wingal und Gaius gegen Wingal ein. Wie? Warum habe ich denn so einen riesigen TP-Verbrauch hier? Komm schon, lass doch mal. Jawohl. Okay, das ist alles Wind, verdammt. Okay, er ist vergiftet, sehr gut. Incineration Wave, verdammt. Oh, okay. Oh, das ist auch Dämonen-Chaos, okay. Ich gucke jetzt gerade gar nicht auf die Lebensbalken und also warte, weil ich einfach mal annehme, wir schaffen den Kampf. Nein, das wollte ich gar nicht, da ist das Wiederbelebungsding.
Wie? Mach ich das immer aus verdienen den angefallen? Ich habe den genau wie ihn bei Graces F hier. Gibt es ja auch Incineration Wave. Also der Hauptcharakter kann den Angriff auch einsetzen. Ich habe den genau in dem gleichen Knopf. Und trotzdem tue ich den immer noch einsetzen. Wutsch. Kann ich verstehen, was ich sag. Ist gar nicht mehr so ein Running Gag in dem Spiel. Oh, verdammt. Boah, er sagt das genau gleich, wie im ersten Teil. Wundinentia. Dienst ist nie Diabu Watingwaga. Lightning Nova. Irgendwie so. Ja, habe ich mir irgendwie letztes Mal rausgesucht, was genau er sagt. Wundinentia. Dienst ist nie irgendwie Diabu Watingwaga. Irgendwie sowas. Das bedeutet einfach nur Taste the Lightning. Verbämmert. Wird irgendwie noch was Bedeutenderes sein können, finde ich. Und der ist gleich tot, sehe ich gerade. Meine Güte, ey. Die Angriffe von Garus sind so langsam, ne? Ich treffe die Gegner nicht. Ja, zack. Und das hier. Verdammt, ich wollte gerade R2 drücken. Boah, hat gar keine Erfahrungspunkte gegeben. Okay, kann ich mir sparen. Na, ja, Lama, stimmst du schon mal mit der Wüste jedenfalls hinter uns? Warte mal, haben wir nicht schon gegen Gaius gekämpft? Was? Da müsste ich ja eigentlich jetzt ins Dings gehen, durch die Mitte, ne? Und dann wahrscheinlich gegen Ludgar zu kämpfen. Ach, was soll's. Dann sehe ich mal, was passiert, wenn man zweimal gegen den gleichen kämpft. Gehen wir jetzt einfach da durch und fertig. Wenn wir nochmal Gaius sehen. Weil, warum nicht? So. Jetzt hier durch die Dinger, genau. Okay, ist vielleicht ein bisschen Zeitverschwendung, aber was soll's. Ist irgendeiner über uns? Da ist einer. Da ist einer. Und stimmt über uns. Ich gehe mal nach oben. Es gibt keinen über uns. Doch, da. Es gibt keinen über uns, ey. Mir ist gerade erst aufgefallen, wir haben doch schon gegen Gaius gekämpft. Ich voll Trottel, ey. Oh Mann. Hier runter. Warte mal. War das richtig? Da oben muss irgendwo noch eins sein. Ich sehe noch zwei bis jetzt. Oh, Laterne. Bams. Nee, was? Runter! Verdammt. Hier sind die Gegner natürlich wieder auf meinem Level, ne? Hier, Pirk. Voll übel, ey. Sag, was ich denn... Okay, wollte schon sagen. Mal schauen. Okay. Aber gut. Das ist aber, hier müsste ich ja genügend Erfahrungspunkte und so kriegen. Ja, wird das ein längerer Part wahrscheinlich, wo ich wieder zwei Gegner auf einmal mache. Ich kann es mir jetzt leisten. Ich habe Urlaub für eine Woche. Boah. Das heißt, ich kann jetzt endlich mal in Ruhe und Frieden aufnehmen. Das ist das letzte Dingen. Also ich kann auch ein bisschen überziehen. Ich jetzt mehr Zeit zum Aufnehmen habe. Ho, ho, ho. Sehr gut. Warum kann das nicht immer so sein? Naja, mit 60 irgendwann. Super. Ich hasse das Leben. Nein, Quatsch.
Da ist der nächste. Und da war's. Ich hab's gerade gesehen. Verdammt. Ich muss nach oben. Verdammt. So gerade. Nein, den habe ich nicht gesehen. Verdammt. Komm mal, du Gaius. Feuer wahrscheinlich, ne? Ne, was? Egal, trotzdem. Verdammt, das wollte ich gar nicht. Du hast den Hammer rausgeholt. Wie Hammer Time. Wie blocken. Das gibt's doch nicht. Auf damit. Lasse er sich töten. Und zack. Böser Geist. Bams. Fear not. I shall see you to the end of your journey. Thanks. Ich hab das akustisch nicht verstanden. So, ein bisschen lauter. Damit der Daniro auch was versteht. So, da oben ist das Kackding. Verdammt. Dann hier runter eben. Mitten in den Gegner rein. Nein. Nur. Schon sagen wir jetzt schon wieder. Boah, geh weg. In ein Rohr reinlaufe. Wenn nicht gut geht, weg, ich sehe nichts. Und das auch wieder, er hat sich auch schon wieder so versteckt, habe ich auch nicht gesehen fast. Da bin ich ja richtig, wenn ich hier runter springe. Dann was? Da. Ich bin da ganz oben, Mann. Bin ich mal gespannt, der wird jetzt wahrscheinlich so hoch gelevelt sein wie wir, ne, der jetzige Gaius. Mit unseren Monsterbüchlein ist er ja noch Level 100, was weiß ich, dass wir ihn das erste Mal bekämpft haben. Jetzt wird er wahrscheinlich Level 133, 40, irgend so was, ja, Level, weiß ich nicht, 35, irgendwie so. Keine Ahnung, irgendwas mit 90 Kilo. So, weiter nach unten. Verdammt! Ey. Jetzt volle Möhre da rein. Da rein. Nein, geh weg. Spring doch mal da runter irgendwo. Boah, Hilfe. Mein Herz. So, rein da. Ei, ei, ei. So. Weiß ich nicht. Hier. HTP. Du auch. Und zack. So. Und Dingens hier, wo sitzt. Ja. So, jetzt kriegen wir aufs Maul. Ich meine, wir geben den einen aufs Maul. Wir haben ihn zwar schon besiegt, aber egal. Wenn, dann machen wir halt hier anständig. Dann machen wir halt direkt so. Nein! Nein, 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 nein! Achso, ich dachte, er macht Dings. Nein, der wehrt dann einfach ab. Der sagt, au, wie kannst du es wagen? Oh Gott. Ich glaube, der war nicht so schwer, oder? Wie erzähle ich das hier eigentlich? Komm mal her. 11.000. Du bist gegen nichts anfällig. Du bist resistent gegen allen möglichen Kack. Komm mal her. Die fliegen. Klappt sogar. Und zack. Lass es Licht regnen. Fröhliche Weihnachten. Was hab ich eigentlich hier so mit Weihnachten, ne? Sagen, Mila steht irgendwie nur rum und macht nichts, ne? Wie angreifen?
So, ich muss mal kurz die Strategie von Mila ja bearbeiten. Taktik verbinden. Ja, macht das. Ich sehe sie die ganze Zeit nur im Hintergrund. Wenn ich zwei Magier irgendwie verbinden, ist mir auch aufgefallen irgendwie. Jetzt haben wir wieder eine Heilerin. Jetzt kann uns nichts passieren. Nicht so wie gegen Jude, der uns vollkommen fertig gemacht hat. Ja, bis jetzt haben wir noch kein Problem. Wer ist jetzt? Hilfe! Komm mal her. Au. Dann habe ich hier nur eins ab, wenn ich nicht verbunden bin, ne? Hilfe! Ich muss schon sagen, Elise. Danke. Meine Güte, wie der nicht damit klarkommt, ich vor dem wegrenne. Er hat schon heftige Angriffe, ich muss aufpassen. Oh, mein Ding ist schon wieder voll. Hilfe. Verdammt, ich treffe den so nicht. Komm mal her. Ho, 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 ho. War sogar noch ein bisschen mehr. Boah, geil. Er hat viel abgezogen. Die Hälfte haben wir. Muss schon brennen. Oh nein. Ja, oh nein, der geht voll auf Elise los. Oh Gott. Boah, sieht so awesome aus. Ja, Gaius. Du kannst wiederbeleben, genau. Verdammt, ich habe ihn weggeschoben. Und mach mal den klassische Methode. Nein, Mila ist tot. Ja, super. Nein, Gaius ist tot. Komm auf mich los, verdammt. Ja, geh nicht auf mich los. Jetzt geht wieder alles drunter und drüber. Hilfe. Warum klappt das nicht mehr? Ich krieg den nicht mehr mit dem Chromatus, ey. Sehr gut. Wow, Hilfe. Einfach durch. Und zack. Nein, nein, nein. Der setzt dann schon wieder ein. Geh weg. Nein, ich schon wieder auf Elise. Ich glaube, ich spinne. Geh weg. Ey, der geht voll auf Elise los, die ganze Zeit. Die Krise. Warum machen die uns jetzt immer fertig am Ende? Der ist ja immer noch im Dings. Guck mal, ja. Habe ich ihn? Ich glaube nicht. Ich kann mich auch blitzschnell bewegen. Hilfe! What is this? Ma. Machst du da? Braucht euch nicht heilen. Hilfe! Ma. Holte seinen Hammer direkt raus, ey. Verdammt.
vorher getroffen. Wie episch die Kämpfe hier in letzter Zeit sind, ne? Oh nein, wir sind alle verwirrt, wir sind tot. Nein, Elise! Renn vor mir weg! Oh nein. Gehen jetzt auf mich rauf, Elise. Nein, du gehst weg von Elise. Oh, ich glaube Spinne. Nein! Nix da! Du setzt nicht dein Overlimit ein. Ich setz meins ein. So, völlig Schadenverschwendung, aber egal. Guck mal, ja. Er geht die ganze Zeit auf Elise los. Ich krieg die Krise. Ja, Gaius, kümmere du dich mal um Elise, genau. Sehr gut. Bin ich gut, wenn alles nach Plan läuft. Hilfe! Hilfe! Ah, ich bin gelähmt. Aua! Wo zum Teufel kam der her? Hilfe! Ja, super. Boah, ich glaube Spinne. Geh weg. Ey. Was denn das? Auch mit dem Dreck. Komm mal zu mir, na? Ja, kommst du nicht mit klar, ne? Ich renne im Kreis. Was machst du jetzt? Oh, super. Wie, du willst dein Dings einsetzen? Ich glaube nicht. Aua, aua. Oh nein. Wieder greift mich einfach an. Nein, warum ihr beiden? Ich war bereit. My body was ready. Was habt ihr überhaupt eingesetzt? Ich habe nicht mal gesehen, ey. Oh nein. Boah, ich war am Blocken. Das heißt, ich war unbesiegbar. Hilfe! Gibt's doch nicht, ey. Wie am Posen. Ey. So lange mal. Nein! Mann, ich glaube, Spinne, er geht dauernd auf Dings los, ey. Nein! Geh weg! Ich bin gerade sehr gebrechlich. Jetzt nicht mehr. Komm her. Komm mal her. Und. Komm schon. Zack. Sehr gut. 29 Minuten. Eine Quatsch, ich muss auch noch 5 Minuten ausschneiden. Ja, sehr gut. Sehr gut. Das heißt so 24 Minuten, irgendwie sowas. Das geht noch eigentlich. Wir haben nichts bekommen, ne? Ja, wir haben ja schon gegen Gaius gekämpft. Gut, dann würde ich sagen, der Part ist hier beendet. Wir haben noch mal gegen Gaius gekämpft. Sehr schön. Und ja, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Sagt tschüss, bis zur nächsten Folge.